Herzlich willkommen in der Stratze zur zweisprachigen Lesung Mein Name ist Auslande, bei der wir 10 Gedichte der Dichterin Semra Ertan hören werden. Die Gedichte werden von Sünne Herklotz und Fatma Nur Köllinch vorgetragen. Mein Name ist Maria Moynihan und ich werde nachher mit dem Kunsthistoriker und Publizist Gürsoy Dotaş über das Werk und Wirken von Semra Ertan sprechen. Gerne wollen wir auch eure Fragen dabei aufgreifen. In der Kommentarfunktion des YouTube-Livestreams steht, wie die Fragen an uns geschickt werden können. So viel zum Technischen. Die heutige Lesung findet im Rahmen der Internationalen Woche gegen Rassismus statt. Und das ist sehr passend, da Semra Ertan sich sowohl als Dichterin als auch als Aktivistin gegen Rassismus und für die Rechten von AusländerInnen aufgelehnt hat. Passend aber auch, weil sie vom strukturellen Rassismus in der Gesellschaft und im Kulturbetrieb betroffen war. Mit 25 Jahren hat sie sich in Hamburg aus Protest gegen den zunehmenden Rassismus in der Gesellschaft selbst verbrannt. Geboren wurde Semra Ertan 1957 in Mersin in der Türkei, wo sie aufgewachsen ist. Im Jahr 1972 ist sie mit 15 Jahren nach Kiel gezogen, zu ihren Eltern, die schon länger dort als sogenannte GastarbeiterInnen gelebt haben. Semra Ertan arbeitete als Bauzeichnerin und ehrenamtliche Dolmetscherin. Von ihr sind über 350 Gedichte bekannt. Einige davon wurden zu ihren Lebzeiten in Anthologien, aber auch in der türkischen Presse veröffentlicht. Aber ein Einzelband mit ihrer Lyrik konnte sie nicht veröffentlichen. 2020, fast 40 Jahre nach ihrem Tod, erschien in der Edition Assemblage erstmals ein Gedichtband mit über 80 ihrer Gedichten. Aus diesem Band lesen nur Fatma Nur und Sünne. Ja, das erste Gedicht, was wir lesen, das hat Semra Ertan mit 20 Jahren geschrieben. Und das Gedicht heißt, was ich mir wünsche. İstediğim. Ein kalter Wintertag. Es könnte ein Donnerstag sein. Und leise Schnee rieseln. Ich säß an einem Ofen und für euch fange ich an zu schreiben. Soğuk bir kış günü. Günlerden perşembe olacak. Hafiften kar yağmalı. Sobanın yanına oturacağım ve sizler için başlayacağım yazmaya. Auch wenn ich eine unerfahrene Dichterin bin, erzähle ich, was ich sagen möchte. Wer sagte, es gibt keine Dichtende im Land, sie kommen nach. Jeden Tag einer mehr. Bir acemi şair olsam da, anlatabileceğim söylemek istediklerimi. Kim demiş memlekette şair yok? Yetişiyor. Her geçen gün bir fazla. Ich übernehme sie nicht, die Stile anderer Gedichte. Ich werde sie offenlegen, meine Schriften, großzügig. Almayacağım başka şiirlerin çatısına örnek. Sunacağım yazılarımı bütün cömertliğimle. Erst später werden sie es schätzen. Deren Wert. Dann werde ich, allen unbekannt, in weiter Ferne sein. Neden sonra fark edecekler değerini. O zaman da ben, her şeyden habersiz, çok uzaklarda olacağım. Im nächsten Gedicht bekommen ihr einen Eindruck davon, womit Semra Ertan sich identifiziert hat. Anam işçi, babam işçi, ben bir işçi kızıyım, severim işçileri. Meine Mutter ist eine Arbeiterin, mein Vater ist ein Arbeiter, ich bin eine Arbeitertochter, ich liebe Arbeiterinnen. Yardım gördüm işçilerden. Yardım ederim işçilere. Alışamadım zenginlerin kendilerinden bir alt tabakayı nefretle hor görmesine. Arbeiterinnen haben mir geholfen. Ich helfe den Arbeiterinnen.
Ich konnte mich nie an die Reichen gewöhnen, die mit Abscheu die Klassen unter ihnen verachten. Das nächste Gedicht heißt Gleiche Wege. Aynı yollar. Am Morgen hoffnungslos. Die Sonne verblasst. Die Uhr erschöpft, immer dieselben Ziffern dreht sie sich. Hilflose Menschen mühen sich um dasselbe, eilen herum. Arbeit, Pausenglocke. Und noch einmal. Müde Menschen legen sich in müde Betten. Sabah, umutsuz. Güneş solgun. Saat bitkin. Aynı rakamlar dönüyor çaresiz. İnsanlar hep aynı çaba içinde. Koşuşturmalar, iş, paydos dili. Tekrar. Yorgun yatağa, yorgun giriyor insanlar. Monoton das Leben. Verschiedene Musik im Radio, verschieden auf Kassetten, dasselbe mit Schallplatten. Die Arbeitenden wissen, was sie tun. Genauso die Arbeitslosen. Hayat monoton. Radyoda değişik müzik, tape'te değişik. Plaklar aynı. Yaptıkları şey belli çalışanların. Boş oturmaları gibi işsizlerin. Die Arbeiter arbeiten, um zu verdienen. Die Künstler arbeiten, um zu erschaffen. Die Händler arbeiten, um zu betrügen. Die Diebe arbeiten, um zu stehlen. Die Arbeitslosen arbeiten, um Arbeit zu finden. Immer mühen sie sich für das gleiche Ziel, die Menschen. İşçi çalışır, kazanmak için. Sanatkar çalışır, yazmak, çizmek için. Tüccar çalışır, dolandırmak için. Hırsız çalışır, çalmak için. İşsiz çalışır, iş bulmak için. Hep aynı çaba içinde insanlar. Dieses Gedicht ist eines der wenigen, die Semra Ertan auf Deutsch geschrieben hat. Darin gibt es die Wortspiele mit heimlich, unheimlich und heim. Leider ist es nicht möglich, das so in Türkisch zu übersetzen. Deshalb wurden andere Wortspiele verwendet. İnanılmaz mutlu. Unheimlich glücklich. Kadın inanılmaz mutlu olduğunu söylediğinde bu gizlice mutsuz olduğu anlamına gelir. Kadın inanılmaz mutlu olduğunu söylediğinde aslında mutsuz demektir. Yurdu olmadığı için. Wenn sie sagt, sie sei unheimlich glücklich, heißt das, dass sie heimlich unglücklich ist. Wenn sie sagt, sie sei unheimlich glücklich, heißt das, dass sie unglücklich ist, weil sie kein Heim hat. Adam inanılmaz mutlu olduğunu söylediğinde her şey daha basittir. Bu adamın mutlu olduğunu gösterir. Ama yuvasında değil. Yani gizlice. Wenn er sagt, er sei unheimlich glücklich, ist es einfacher. Das heißt, dass er glücklich ist, aber nicht in seinem Heim, also heimlich. Im nächsten Gedicht, das wir lesen, geht es um die Frage der Identität und auch darum, was eigentlich Heimat oder Zuhause bedeutet. Wohin gehöre ich? In die Türkei oder bin ich Ausländerin? Was bin ich? Woher komme ich? Ich weiß es nicht. Nereye aitim? Türk mü? Yabancı mı? Neyim, nereliyim, bilmiyorum. Hier, unsere Klassen, unsere Schulen sind getrennt. Unsere Sprache, unsere Traditionen sind getrennt. Unser Name ist Ausländer. Burada sınıflarımız, okullarımız ayrı. Lisanımız, geleneklerimiz ayrı. İsmimiz yabancı.
In meiner Heimat halten sie nichts von uns. Seit Jahren in der Ferne. Alles ist uns fremd. Zwischen zwei Welten bin ich. Aus der Türkei oder bin ich Ausländerin? Vatanımda başka bir gözle bakıyorlar yıllar boyu uzak kaldığımızdan. Her şey bize yabancı. İki dünya arasındayım. Türk müyüm, yabancı mı? Was bin ich? Woher komme ich? Ich weiß es nicht. Neyim? Neredeyim? Bilmiyorum. Das folgende Gedicht ist der bekannteste Text von Semra Ertan. Kurz vor ihrem Suizid hat sie beim NDR angerufen und aus diesem Gedicht vorgelesen. Benim adım yabancı. Mein Name ist Ausländer. Benim adım yabancı. Burada çalışıyor, nasıl çalıştığımı biliyorum. Almanlar da biliyor. Mein Name ist Ausländer. Ich arbeite hier. Ich weiß, wie ich arbeite. Ob die Deutschen es auch wissen? İşim ağır. İşim pis. Beğenmeyince söylüyorum. Beğenmezsen dön vatanına diyorlar. Meine Arbeit ist schwer. Meine Arbeit ist schmutzig. Das gefällt mir nicht, sage ich. Wenn dir die Arbeit nicht gefällt, geh in deine Heimat, sagen sie. İşim ağır. İşim pis. Ben de vergi veriyorum diyorum. Devam edeceğim demeye. Hep böyle duyarsam kendine başka iş ara. Meine Arbeit ist schwer. Meine Arbeit ist schmutzig. Mein Lohn ist niedrig. Auch ich zahle Steuern, sage ich. Ich werde es immer wieder sagen, wenn ich immer wieder hören muss, suche dir eine andere Arbeit. Fakat kabahat Almanlarda değil, Türklerde değil. Türkiye'nin dövize ihtiyacı vardı, Almanya'nın işçiye. Aber die Schuld liegt nicht bei den Deutschen, liegt nicht bei den Türken. Die Türkei braucht Devisen, Deutschland Arbeitskräfte. Türkiye bizi Avrupa'ya yolladı. Evlatlık çocuk, lüzumsuz insan gibi. Her şeye rağmen ihtiyacı vardı dövize. Sakinliğe. Türkiye beni yabancı devlete yolladı. İsmim yabancı oldu. Mein Land hat uns nach Deutschland verkauft. Wie Stiefkinder. Wie unbrauchbare Menschen. Aber dennoch braucht sie Devisen. Braucht sie Ruhe. Mein Land hat mich nach Deutschland verkauft. Mein Name ist Ausländer. Das nächste Gedicht, das wir hören, ist ein Liebesgedicht und es heißt Begegnung. Karşılaşma. Woher könnte ich denn wissen, dass du mich liebst, wenn deine Augen nicht sprechen würden? Wie könnte ich denn sowas denken? Nasıl bilirdin beni sevdiğini, eğer gözlerin konuşmasaydı? Böylesini düşünebilir miydim? Bis gestern lief ich allein durch die Straßen. Und heute laufe ich Hand in Hand mit dir zusammen und liege in der Kneipe in deinen Armen. Vom gleichen Glas werden wir Liebe genießen und zusammen glücklich sein, mit manchen Nächten ohne Morgen. Düne kadar sokaklarda tek başıma gezdim. Bugün seninle el ele geziyoruz. Bir meyhane köşesinde kollarındayken ben, aynı bardaktan aşkı tadacağız ve birlikte mutlu olacağız. Sabahsız bazı gecelerle birlikte. Woher könnte ich denn wissen, dass ein Feuer entflammt, wenn deine Hände nicht meine Hände berührt hätten? Ateşin tutuştuğunu nasıl bilirdim, ellerin ellerime dokunmasaydı?
Wenn ich nicht hören würde, wie dein Herz schlägt, könnte ich dich so sehr lieben? Kalbinin nasıl attığını duymasaydım, seni bu kadar sevebilir miydim? Könnte ich solche Sehnsucht nach dir haben? Böylesine özleyebilir miydim? Der ganze Körper wie eine Flamme. Wo sind die vergangenen Jahre? Bütün vücudum alev gibiyken, geçmiş yıllar nerede? Ich habe gestern begonnen zu leben. Das, was ich bin, habe ich erst jetzt erfahren. Schön ist, dass dein Mund gesagt hat, wie ich heiße. Schön ist, dass ich nicht mehr so weit weg bin. Schön ist, dass ich dich gesehen und geliebt habe. Schön ist, dass ich geliebt wurde, wie man es sich erträumt. Dün yaşamaya başladım. Ne olduğumu şimdi anladım. Adımı ağzından duymak güzel. Artık uzakta olmamak güzel. Seni görmüş ve sevmiş olmak güzel. Hayallerdeki gibi sevilmek güzel. Wer weiß, unter der Erde könnte ich mich wie ein Fluss verlieren. Wenn du mich nicht finden würdest und ich dieses Gedicht nicht schriebe. Kim bilir, belki toprağın altındaki bir nehir gibi kaybolurdum. Sen beni bulmasaydın ve ben bu şiiri yazmasaydım. In diesem Gedicht vergleicht sie das Leben in der Türkei und in Deutschland. Biz böyle yaşarız. Hayat güzel mi? Yaşamak yaşanılıyor mu? Ben yaşıyorum ya da yaşamaya çalışıyorum. İnsanca ve mertçe. So leben wir. Ist das Leben schön? Das Leben, wird es gelebt? Ich lebe oder versuche zu leben. Menschenwürdig und ehrlich. Bizde insanlar yaşar. Fakirce ya da hiç. Diğerleri bilmez yaşadıklarını. Öldüğünü bilmedikleri gibi. Kadınlarımız, biz böyle yaşarız. Buzlu viski içmesek de olur. Mercedes ise şart değil. Bei uns leben die Menschen. Arm oder nicht. Andere wissen nicht, dass sie gelebt haben. Genauso wie sie nicht wissen, dass sie sterben. Unsere Frauen, wir leben so. Es geht auch ohne gekühlten Whisky und auch ohne Mercedes. Kutsaldır kadınlarımız. Ekinde köylü, şehirde köylüdür isimleri. Anamız, bacımız, ellerin asırlı da olsa kutsaldır kadınlarımız. Heilig sind unsere Frauen. Während der Saat Bäuerin. In der Stadt heißen sie Bäuerin. Unsere Mütter, unsere Schwestern, auch wenn ihre Hände rissig sind. Heilig sind unsere Frauen. Her üç ayda beklemez onları, operatör ya da doktorlar. Paris'e, Nice'e gitmeseler de olur. Modaya hiç uyamazlar. Uyamazlar, gazete, dergi bulamadıklarından. Keine Chirurgen oder Ärzte warten im Quartal auf sie. Sie müssen nicht nach Paris oder Nizza reisen. Sie passen sich nicht der Mode an, da sie keine Zeitschriften und Zeitungen finden können. Aylarca köy okulları kapalıdır çünkü. Olsa da okuyamazlar ki. Çocukken eğitilmemiş, okula gönderilmemiştir çünkü. Weil die Wege zu den Dörfern monatelang versperrt waren. Selbst wenn, sie könnten es nicht lesen. Denn als Kindern wurde ihnen die Bildung verweigert, wurden sie nicht in die Schule geschickt. Genç yaşta verirler onları. İstemem demek ne haddine? Aa, baba, karar vermiştir. Başlığı veren alır onu kendine. In jungen Jahren werden sie verheiratet. Nein zu sagen ist ihnen verwehrt. Aga, Vater hat so entschieden. Wer das Brautgeld gibt, greift nach ihr. Memnun görünürler yaşamlarından. Üzüntüsünü belli etmez, yazmasıyla gizlerler gözyaşlarını. Bebeleriyle oyalanırlar tüm gün. Sie scheinen zufrieden mit ihrem Leben, zeigen ihren Kummer nicht. Mit ihrer Kopfbedeckung verbergen sie ihre Tränen. Ihr Baby umsorgen sie Tag für Tag.
Mutfağı tarhana kokan evinin avlusunda kocasını beklerler sevgiyle. Hep güler yüzlü, hep sevimli. Bizde insanlar böyle yaşar. Fakir ama yiğit. Kutsaldır kadınlarımız. Biz böyle yaşarız. Der Duft der Tahana-Suppe dringt aus der Küche in den Hof. Ihren Mann erwarten sie liebevoll. Immer lachend ihr Gesicht, immer liebevoll. Bei uns leben die Menschen so. Arm, aber tapfer. Heilig sind unsere Frauen. So leben wir. In diesem Gedicht, das wir jetzt lesen werden, gibt uns Semra Ertan sowas wie einen Ratschlag an das Leben, könnte man sagen. An euch. Sizlere. Das Leben, ist es dir eine Last, die du nicht ertragen kannst? Schmerz, Kummer, Sorgen, nur deine Last? Nein. Hayat. Çekemediğin bir yük mü? Acı, üzüntü, problem. Bir sana mı? Değil. Warum all deine Rebellion? Trotz allem, du musst es ertragen. Es gab die Tage, an denen du fröhlich warst. Das Leben war sehr schön. Komm, gib auf dem Pessimismus. Neden bütün isyanın? Dayanmalısın her şeye rağmen. Neşeli olduğun günler, hayat pekala güzeldi. Hadi vazgeç karamsarlıktan. Schau, dein warmes Zuhause, deine Liebsten, alle warten auf dich. Lass, was gestern war, deine Vergangenheit. Komm zum Heute, denk an morgen. Schau, dass du lebst, im Hier und Jetzt. Bak, sıcacık evin, sevdiklerin, hepsi seni bekliyor. Bırak dünü, geçmişi, dön bugüne, düşün yarını. Yaşamaya bak şimdiki hayatını. Das ist unser letztes Gedicht. Yaşamak istiyorum, gönlümce. Kedersiz, sorunsuz. Sevmek istiyorum. Sevilmek, gönlümce. Tertemiz, kalpten. Tanımak istiyorum, tatlı dünyayı. Tatlı insanları. Yaşamak istiyorum, gönlümce. Ich will leben, wie ich es mir wünsche. Schmerzlos, ohne Sorgen. Ich will lieben, geliebt werden, wie es sich mein Herz erträumt. Mit reinem Herzen möchte ich erfahren, die Schönheit der Welt, schöne Menschen. Ich will leben, wie es sich mein Herz erträumt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, jetzt nach 5 bis 10 Minuten Pause geht es dann hier auch weiter mit dem Nachgespräch und wir freuen uns sehr, wenn ihr dazu auch wieder einschaltet. Ja, willkommen zurück in die Straße. Ich bin jetzt virtuell mit dem Publizist und Kunsthistoriker Gursay Dotaş im Raum und wir wollen über die Werk von Semra Ertan sprechen. Es ist ein bisschen merkwürdig, denn er sitzt zu meiner linken Seite. Im Fernseher, für mich sozusagen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht zu Hause, aber es ist ein bisschen ein Novum für mich heute Abend. Ja, wie schon vorher angekündigt, wenn es Fragen gibt oder Anmerkungen, die Sie oder die ihr loswerden wollt, schickt die gerne an uns. Wir versuchen, die im Gespräch aufzunehmen. Und das steht ja in dem YouTube-Chat-Kommentar-Funktion, wie man das machen kann. Und ich gucke dann immer mal wieder im Display, um zu sehen, ob spannende Fragen reingekommen sind. Aber ich fange mal an mit so einer eigenen Frage direkt an Herr Dotaş. Sie waren ja eine von den Ersten, die das Gedichtband von Semra Ertan rezensiert hat. Was verbindet Sie mit Semra Ertan und wie sind Sie auf sie aufmerksam geworden? Tatsächlich
bin ich erst über das Video oder den Film der Nichte von Semra Ertan, Jana Bili Meyer, auf sie aufmerksam geworden. Sie ist auch die Mitherausgeberin mit Sühal Bili Meyer von dem Gedichtsband. Und da hat sie ein Gedicht aufgegriffen, und zwar das, was auch in der schönen Abfolge von Gedichten vorgelesen wurde, Unheimlich glücklich. Und dort erzählt sie die Geschichte von ihr, aber auch viel mehr so die Geschichte, wie ihr Name und ihre Persönlichkeit in der Erzählung ihres Lebens in den deutschen Medien dann ausradiert oder verfremdet, verstellt werden. Mhm. Wie erinnern Sie sich selber an diese Zeit? Also Sie waren ja schon noch im Grundschulalter, vermutlich haben Sie noch gar nicht so viele Erinnerungen an der Zeit, aber vielleicht haben Ihre Eltern berichtet und erzählt darüber, wie es war damals als Gastarbeiterin, Gastarbeiterkind in Deutschland zu leben. Also dieses Ablehnung der Gesellschaft zu spüren, diese so Feindseligkeit, vielleicht auch die Chancen, die man in Deutschland hatte. Wie würden Sie das so vielleicht zusammenfassen aus der Zeit? Also es hat so ein bisschen gedauert, bis ich so verstanden habe, was so teilweise an den Wänden als Graffiti so stand, teilweise auch auf den Toiletten. Also das Wort Ausländer raus, das ist etwas, was ich an verschiedenen Stellen und so gesehen habe. Leider sind beide meiner Eltern Analphabetinnen. Ich weiß nicht, ob sie das so gelesen haben, ob sie darauf aufmerksam gemacht worden sind. Ich habe den Eindruck, rückblickend, dass wir diese Themen irgendwie so ausgespart haben. Keine Ahnung, vielleicht lag es auch daran, dass meine Eltern sich gar nicht als kompetent genug gefühlt haben, ihn in so einer Situation irgendwie so zu vermitteln. Ich finde das so eine... Ich müsste tatsächlich noch mal so länger drüber nachdenken und rekonstruieren, wie das ausgesehen hat, an welchen Stellen sich das so bemerkbar gemacht hat. Meine Mutter zum Beispiel, also beide meine Eltern sind Arbeiterinnen, und deshalb konnte ich auch sehr viel mit dem Gedicht anfangen über die Arbeiterinnen. Das ist, glaube ich, das dritte Gedicht gewesen, das in der Abfolge vorgelesen worden ist. Und erinnere natürlich, dass sie sehr, sehr erschöpft von der Arbeit nach Hause kamen. Und so das ganze Leben beschäftigte sich nur um diese Arbeit, zurückkommen, sich ausruhen, einkaufen, sich um die Kinder kümmern, gucken, dass die Kinder sich irgendwie so wohlfühlen. Und mir ging es jetzt nicht wie Semra Ertan. Semra kommt ja, glaube ich, wenn ich das so richtig rekonstruiere, mit 13, 14 von Mersin nach Kiel. Bei mir ist es so, ich bin in Hannover geboren. Meine Eltern lassen mich kurz in der Türkei und holen mich dann mit zur Einschulung 1982 dann zurück nach Hannover. Okay. Eine von den Fragen, die im Chat steht, ist, warum hat es so lange gedauert, bis die Gedichte veröffentlicht wurden? Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Das sind ja das hatten Sie ja auch schon vorgelesen, das sind über 350 Gedichte, 82 sind dann diese veröffentlicht geworden, also 82 wurden veröffentlicht. Und im Gespräch mit Jana Bili Meyer merkte man so, dass die Verlage sich so schwer getan haben, also die deutschen Verlage, in denen man das so veröffentlichen wollte, eine bilinguale Ausgabe zu geben. Also es gibt so komische Überlegungen davon, was eine vorgestellte Leserschaft irgendwie so bereit ist, irgendwie so anzunehmen. Und man ist so davon ausgegangen, dass die türkische Sprache in einem Lyrikband nicht funktionieren könnte, also aus zwei Faktoren. Das eine ist natürlich so der finanzielle Faktor und das andere ist so, ob es auch genug Leserschaft dafür irgendwie so gibt. Und ich finde, dass das Gedichtband, wie es und die Reaktion darauf irgendwie so zeigt, dass es sehr wohl eine sehr große Leserschaft gibt, die sehr dankbar genau diese zwei Augenblicke zusammen sehen möchte. Und sowohl die türkische Sprache als auch die deutsche Sprache und auch so die Übersetzung, die so stattgefunden haben. Aber das wäre tatsächlich dann ein anderer Aspekt, auf den ich vielleicht nochmal später eingehen könnte. Ja, also diese Aspekte,
Aspekt der Bilingualität. Also das ist ja sehr spannend, dass man da sagt, dass das so im Prinzip nur für den Reklammarkt anscheinend ist, so für den, diesen kleinen orangenen Bänden, dass das immer noch in Deutschland so ein Problem ist, dass man doppelsprachige Bände veröffentlicht. Also das wäre eine von meinen Fragen gewesen. Denken Sie, es wäre so für Künstlerinnen, also Dichterinnen mit ausländischer Herkunft oder eine Arbeiterinnenherkunft, wäre es eigentlich immer noch so schwer für Sie, sich im Kulturbetrieb heute zu fassen oder Fuß zu fassen? Ja, ich würde denken, dass die Schwierigkeiten nicht vergleichbar sind mit dem, was Semra Ertan erlebt hat. Ich empfinde sie als eine Pionierin in dieser Auseinandersetzung, also zum einen als Arbeiterin, das sind die Arbeiterkämpfe, dann als Feministin, dann als die zweite Generation, je nachdem, wie man so das so rechnen möchte, die in Deutschland und wieso da ist. Ich denke, dass die Lyrikerinnen jetzt auf einer ganz anderen Basis um Anerkennung der Natur kämpfen. Ich will nicht die Kämpfe gegeneinander aufwiegen, will aber hervorheben, dass die, dass eine Vorarbeit geleistet wurde, unter anderem durch Semra Ertan, die ja auch schon bevor das Buch publiziert wurde, auch von Kämpferinnen gegen Rassismus auch so zitiert worden sind, wie zum Beispiel Ayşe Güleç, die das im Rahmen von einer Hanau-Gedenkveranstaltung und wie so vorgelesen hat. Tja, also das ist natürlich eine weitere Frage, die Sie schon angesprochen haben, ist die Frage der Übersetzung. Also das fand ich einerseits eine sehr spannende Prozess, wie dieses Buch ins Deutsche oder wie die Gedichte, die auf Türkisch geschrieben würde, wie sie ins Deutsche übertragen würde und umgekehrt, wie die deutschsprachige Gedichte ins Türkische übertragen würden. Das ist von dem, was ich gelesen habe, in einem Kollektivakt von Familienmitgliedern und von Freunden der Familie geschehen, also dieses kollektive Übersetzen, das ist ja etwas, was so nicht den Standardpraxis in der Literaturbetrieb eigentlich entspricht. Also da ist es eher üblich, denke ich, dass eine etablierte Dichter oder Dichterin den Werk von einem anderen Dichter oder Dichterin in die betreffende Sprache überträgt. Und hier hat man so wirklich diese Kollektiv Leistung, was sehr spannend ist, aber wie würden Sie diesen Prozess so reflektieren, des Übersetzens? Was wirft das für Sie für spannende Aspekte auf? Das ist wirklich aus meiner Perspektive eine zentrale Frage. Das hatte man ja, finde ich, jetzt auch neulich bei Amanda Gorman mitbekommen. Wie kann eine Übersetzung und wieso funktionieren? Wen beauftragt man mit den Übersetzungen? Und wie kann man in diesem Übersetzungsprozess auch eine gewisse Form von Gerechtigkeit und andere Aspekte von Diskriminierungserfahrungen so mit berücksichtigen? Und ich fand diese Auseinandersetzung jetzt wichtig, nicht eins zu eins übertragbar zu dem, was mit Semra Ertan und den Übersetzungen und wie so passiert ist. Es ist tatsächlich die Familie, es ist die Schwester Süyalgülü Mayer, die es übersetzt. Und sie ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch vertraut mit der Sprache. Sie ist mit ihr aufgewachsen. Sie vermutlich assoziiert so ganz andere Begriffe und Übersetzungen zu den Wörtern, die sie im Türkischen benutzt, als wir es so tun würden. Da gibt es so eine Zeit, die ich so absolut wertschätze in der Übersetzung. Also ich möchte das so kurz aufgabeln. Was die Übersetzung auch macht, das kann man jetzt natürlich in dem Radiobeitrag nicht so gut darstellen, aber das war gestern in einem Vortrag, das im Lehmbachhaus so stattgefunden hat, irgendwie so ziemlich gut erkennbar. In dem Lyrikband sind auch Faksimile zu sehen. Man sieht die Handschrift der Dichterin, aber man sieht auch so die Wörter, die so durchgestrichen sind und die Überlegung der Übersetzerinnen, wie man diese durchgestrichenen Wörter mit irgendwie so vom Faksimile in den Text dann irgendwie so übertragen kann. Dann
kommt natürlich so die Spezifika der türkischen Grammatik so dazu. Das ist so zum einen, dass es im Deutschen gibt es drei Personalpronomen, er, sie, es. Im Türkischen gibt es O. Das heißt, es gibt den Augenblick, dass man gar keine eindeutigen Geschlechtszuordnungen im Türkischen vornehmen kann, während man das im Deutschen dann irgendwie so relativ gut tun kann. Das macht sich, finde ich, an Stellen bemerkbar, wenn die Sachen aus dem Deutschen ins Türkische übersetzt werden und sie von sie und er spricht, dann entscheiden sich die Übersetzerinnen für Mann und Frau auf Türkisch. Das finde ich so ein Aspekt, der so hervorgehoben werden muss, vor allem im Hinblick auf ihre feministischen Kämpfe. Dann hat das Türkische, finde ich, und deshalb, das wäre noch ein weiteres Argument, das Bilinguale weiter fortzusetzen. Die türkischen Wörter sind relativ kompakt. Das ist eine agglomerierende Sprache, in der so die Grammatik, die Zeit, alles hinter angehängt wird. Das heißt, was im Deutschen vielleicht aus drei Wörtern, also eine Formulierung im Deutschen, die aus drei Wörtern besteht, ist im Türkischen ein Wort. Und das sind natürlich Herausforderungen an die Übersetzung von Gedichten von der Lyrikerin, die ja schnell schreibt, die so auf den Punkt genau irgendwie so schreibt und der auch so diese Kürze, dieses Konzise auch ziemlich wichtig ist. Ist diese Kürze oder diese Ökonomie in der Sprache, ist das vielleicht irgendwo auch ein Ausdruck davon, dass wenn man Semra Ertan, sie war Dichterin, aber sie musste nebenbei eigentlich auch noch ihr Lebensunterhalt verdienen und so. Und die Zeit für das Dichten war so begrenzt. Sehen Sie da so, ist die Ökonomie etwas, was man durch, ist es eigentlich eine große Kunst, diese Ökonomie hinzukriegen und dass es eigentlich sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat? Oder ist es das Schreibstil, das hat sie sehr schnell geschrieben und so, sage ich mal, eher so zwischendurch ihre Blitzideen gehabt? Oder wie könnte man ihr Schaffen vielleicht charakterisieren? Also man muss ihr nochmal vor Augen führen, sie ist ja sehr jung, als sie diese Gedichte so schreibt. Die stirbt mit 25 und die Schaffenphase ist von 72 bis 82. Und da kommen ja eine Menge an Gedichten so zusammen. Also sie schreibt schnell und ich kann nur Vermutungen anstellen. An der Stelle ist so, es gibt sehr viel, was sie erzählen möchte. Das ist so, das muss so, das will raus. Es sind so Stimmungen, die sie auffangen will. Es ist eine Kritik, die sie an ihrer Zeit formulieren will. Eine Kritik, die sie an ihren Verhältnissen irgendwie so formulieren will. Eine Kritik, die irgendwie eben nicht ausführlich sein will. Und ich habe das Bild vor Augen, dass sie umgeben ist auch von Menschen, die in ähnliche Kämpfe verwickelt sind, in ähnlichen Kämpfen engagiert sind, gewerkschaftliche Kämpfe, vielleicht auch marxistische Kämpfe. Und dass sie, glaube ich, mit ihren Gedichten auch so ein Gegengewicht zu den schweren Texten der Zeit dann irgendwie so herstellt. Die marxistische Sprache kann ja natürlich auch echt sehr anspruchsvoll dran sein. Mhm. Und sie entscheidet sich für eine Sprache, die schnell zugänglich ist und dadurch auch barrierefrei, würde man heute sagen, sehr inklusiv. Ja, das ist auf jeden Fall, man merkt diese Leichtigkeit in der Sprache von ihr. Sie haben ja schon zu Beginn, so früher gesagt, sie ist eine Pioniere gewesen in ihrer Lyrik. Wie würden Sie sie, sag ich mal, einsortieren? Wo unterscheidet sie sich vielleicht von dem Mainstream? Also wenn man so einen Mainstream der türkischstämmige Dichtkunst in Deutschland überhaupt definieren könnte. Also ist man in Deutschland, weiß man auch als türkisch sprechende Person eigentlich von dem Vielfalt der türkischen, türkischsprachige Literatur, was hier geschaffen wird? Ist es möglich, das überhaupt gut einzuordnen mit den Contemporaries und den Nachfolgenden? Habe ich eine gute Frage. Also, als ich nach Deutschland gekommen bin,
gab es in den Schulen auch immer Lehrerinnen, die ebenfalls aus der Türkei kamen und Türkischunterricht gaben. Und denen war es so wichtig, also so stelle ich mir das so vor, aber auch das müsste ich nochmal irgendwie so rekonstruieren, denen war es so wichtig, einen Teil des türkischen Curriculums auch ebenfalls an deutschen Schulen zu unterrichten. Und eine der Figuren, die ich zum Beispiel meine Halbschwester sehr gerne gelesen hat, ist der Dichter Yunus Emre. Und der ist aber so aus dem 13. Jahrhundert, aber natürlich echt so eine wichtige Größe in der Türkei. Dann gibt es so Sufi-Gedichte, die vielleicht irgendwie so eine Rolle gespielt haben. Aber so eine Figur wie Semra Ertan, die in der Zeit in Deutschland irgendwie lebt und über beide Situationen reflektiert. Das heißt, sie ist sich so bewusst, dass sie in Deutschland eine Ausländerin ist. Und sie ist sich bewusst, dass sie in der Türkei eine Art Almanje ist. Das heißt, sie erlebt so zwei Augenblicke von Entfremdung. Und das in Gedichte zu fassen, das ist, glaube ich, so die Pionierleistung, an die ich irgendwie so gedacht habe. Und die konnte meine Schwester natürlich nicht lesen, weil ja, wie wir wissen, die Gedichte erst jetzt irgendwie so erschienen sind. Aber es wäre natürlich so eine enorme Bereicherung für sie, aber auch für mich irgendwie so gewesen, eine Figur wie sie zu haben, also wie Semra Ertan zu haben, die Ausdruck dieser Form der doppelten Diskriminierung gibt. Sie ist auch sehr kritisch gegenüber, also sie ist nicht nur gegenüber Deutschland kritisch in ihren Werken, sondern sie ist auch gegenüber die Türkei sehr kritisch. Ist sie in der Türkei, so, ich habe ja eingangs gesagt, dass sie dort in der Zeitung und so erschienen ist, einige ihrer Gedichte, aber ist sie so in der Schulkanon oder irgendwo aufgenommen als so wichtige Stimme oder ist sie da auch so marginalisiert gewesen? Noch tatsächlich nochmal so gesondert angucken. Ich hatte ja eingangs von dem Film erzählt, den Jana Billy Meyer gemacht hat. Und da sieht man Filmausschnitte, in denen Soldaten den Sarg von tragen. Und ich gehe davon aus, dass das ihr Sarg ist. Also das muss so eine Art Augenblick eines Staatsbegräbs ähnlichen Situationen gegeben haben, als sie beigesetzt wurde. Ich kann nicht abschätzen, ob das in dem Augenblick irgendwie so eine Sichtbarkeit gab, die irgendwie so nachgelassen hat oder ob sie so Stück für Stück dann irgendwie so aufgenommen wurde in einen Kanon der Gedichte, den es in der Türkei mit ihr dann vielleicht irgendwie so gibt. Das würde ich sehr gerne irgendwie so ermitteln. Das andere ist, also in dem Band, das geht sie, also ich konnte aus den Gedichten so ein paar Sachen nicht rauslesen, aber die Einleitung gibt, finde ich, einen Vorgeschmack oder eine Idee, wie eine weitere Diskriminierung für sie irgendwie so ausgesehen haben könnte. Also man erfährt im Band, dass sie eine arabische Alevitin ist, das ist eine Minderheit in der Türkei. Und ich bin mir sicher, dass diese Diskriminierungserfahrungen ebenfalls eine Rolle spielen in diesen Gedichten, die ich natürlich jetzt nicht so zuordnen kann. Wir haben ja eine Frage im Chat. Ich glaube, dass wir das nicht beantworten können, denn so keiner von uns ist von dem Verlag. Aber die Frage ist eigentlich, ob wir in deutschen Verlagen, zum Beispiel bei Edition Ensemblage, in der Zukunft mehr mehrsprachige Veröffentlichungen erwarten können. Also vielleicht sehen Sie da ein Trend, also als Beobachter der Situation. Wie wäre Ihre Einschätzung in dieser Hinsicht? Oh, sehr gute Frage. Ich würde es mir sehr wünschen. Ich würde es mir sehr wünschen, dass man irgendwie so das so öffnet und die Sprachen, die in Deutschland gesprochen werden, dass sie ihren Niederschlag in der Literatur wiederfinden, dass man so ein bisschen wegkommt von der Fixierung auf 3-4 Sprachen, Englisch, Französisch, Italienisch, und so das einfach so öffnet und die Facetten irgendwie so der Kultur und ihren Fallen Verästelung dann irgendwie auch so zugänglich macht und nicht immer diese Sachen vorweg zensiert, weil man so glaubt, es gebe nicht dafür so diese Leserschaft, das finde ich, Leserinnenschaft. Das finde ich irgendwie so eine, also das würde ich tatsächlich irgendwie anders haben wollen. Aber ich kann keine qualifizierte Perspektive aus dem Verlag heraus dann irgendwie so geben. Mhm.
weil ich eben nicht aus dem Verlag komme. Also mein Eindruck vielleicht ist, dass, also ich finde den Ansatz von Edition Assemblage super interessant, weil es eine Verlag ist, die so, das ist eine Art Plattform, die geschaffen wurde von einem Kollektiv von Aktivisten, die gesagt haben, wir wollen Menschen einen Raum geben, wo sie ihre Werke veröffentlichen können. Was das aber für mich ausdrückt, obwohl dieser emanzipatorische Ansatz gegeben ist, dass man das, was man gelesen haben will und was man selber lesen will, dass man das schaffen kann, sagt es eigentlich aus, dass die Verlagslandschaft eigentlich nicht so weit ist, dass die Werke, die so gewollt wird, dass sie von den Mainstream-konventionellen Verlagen aufgenommen werden. Das stimmt. Es gibt tatsächlich auch natürlich irgendwie so verschiedene Abstufungen von den Verlagen, von denen, die irgendwie so ihre Bestseller und Longseller veröffentlichen wollen, und Verlagen, die auch aus einem politischen Bewusstsein heraus auch unterstützend irgendwie so agieren. Absolut. Wobei das Buch ja auch gezeigt hat, dass es auch kommerziell erfolgreich ist. Ich würde gerne auf etwas eingehen, weil ich so sehe, dass uns auch so ein bisschen die Zeit irgendwie so wegrennt. Es ist jetzt so 21 Uhr geworden. Ich finde, es ist auf der einen Seite ein Gedichtband von Semra Ertan. Es sind ihre Gedichte. Es werden hoffentlich noch mehr Gedichte zu kommen. Es ist eine Auswahl, die Familie so stattgefunden hat. Aber es gibt noch eine andere Literatur, die irgendwie so stattfindet. Und die ist der Brief, den die Schwester Sühal Bili Meyer an ihre verstorbene Schwester schreibt. Das ist, glaube ich, so. Es gibt so die Einleitung, einen Epilog, und in diesem Epilog, und der Epilog ist dieser Brief. Und sie schreibt da drin, das finde ich so sehr berührend. Also sie blickt vier Jahrzehnte später zurück, und anstatt eines Epilogs wählt die als Herausgeberin die Form eines Briefes und adressiert direkt die verstorbene Schwester. Und sie schreibt: Meine liebe Schwester Semra, wegen dir habe ich die Naturwissenschaften verlassen und bin Therapeutin geworden. Meiner Tochter, 1986 geboren, habe ich deinen Namen gegeben. Mit Filmen und Texten über dich ist sie deine starke Verbündete geworden. Und in dem Buch selbst, das habe ich jetzt so versäumt, das nochmal mit der Familie abzusprechen, gibt es ein Gedicht, das erscheint, ist auf der Seite 164, das heißt für Z. Und ich glaube, für Z steht für Sühal. Und auch die Schwester hat ein Gedicht geschrieben, also Semra Ertan, für ihre jüngere Schwester. Und wenn es so Zeit gibt, würde ich tatsächlich gerne das kurz vorlesen. Es ist so sehr zart, diese Form der Schwesternbande, die da irgendwie artikuliert wird. Also wir sind noch im Livestream, von daher gerne. Also ich lese es, ich fand das so schön, dass es auf Deutsch und Türkisch vorgelesen wurde. Ich glaube, dass das Gedicht auf Türkisch erschienen ist, aber ich würde es jetzt einfach nur in einer Sprache vorlesen. Und zwar ist sie in Deutsch, und das Gedicht ist geschrieben 12. Oktober 1981. Das heißt, das gehört zu den Gedichten, die ein Jahr vor ihrem Tod irgendwie veröffentlicht worden sind. Und sie schreibt, also Titel für Z: Wenn heilig erwähnt wird, als Erste denke ich an dich, Symbol der Schönheit, Schutzengel bist du, Blume im April. Du bist die Wärme im Juli, leuchtende Lichter, du mit schwarzen Augen, ein Mondschein im Himmel, du, meine geliebte Schwester. Und das ist schon sehr anrührend für mich. So die, auf der einen Seite die Liebe der Schwester Semra Ertan zu Sühal zu lesen und dann zu sehen, was für eine Verantwortung Sühal aus ihrem Leben und wie so nimmt und das so mitträgt und in die nächste Generation, das heißt an Jana Bili Meyer weiter so gibt. Das ist so, also dafür habe ich echt keine Worte. Es ist einfach nur so ein Gänsehautaugenblick. Ja, also es ist auch für, ich weiß nicht, wie man das jetzt ausdrücken kann, aber für Semra Ertan ja eigentlich ein Glück, dass sie so eine Familie hat, die ihr Werk so nach außen tragen will und einen Weg gefunden hat,
ihre Erinnerung aufrechtzuerhalten und dafür zu kämpfen, dass sie nicht vergessen wird. Also es hätte ja ganz anders kommen können, dass die Werke von ihr so, ich glaube, es steht irgendwo in dem Einleitung zum Band, dass die im Koffer waren für 40 Jahren, dass die da einfach so bleiben. Und vielleicht werden sie noch in 100 Jahren gefunden, aber diese Chance, dass es sich natürlich geboten hat, dass die Leute, die sich mit der Übersetzung auseinandergesetzt haben, dass die Sprache und den Duktus und die Art von Semra Ertan auch kannten und versucht haben, das in den Übersetzungen reinzugeben, diese Chance ist ja so wahrscheinlich ein bisschen einmalig. Also wahrscheinlich könnten wir mutmaßen, dass es so auch weitere Menschen gegeben hat, die in der Zeit, aber auch danach Werke verfasst haben, von denen wir eigentlich nichts wissen und möglicherweise nie was wissen werden. Ja, ich fand die Situation mit Süha Bili Meyer, aber auch mit Jana Bili Meyer, die daraus also so ein bisschen trocken formuliert, das ist ein Auftrag, den sie so aus diesen Gedichten, aus dem Leben der Schwester oder der Tante dann ein bisschen gezogen haben. Und eine Situation, über die wir uns gar nicht unterhalten haben, ist ja die Semra Ertan-Initiative, zu der es auch eine Webseite gibt und den Wunsch gibt, an dem Ort, wo sich die Semra Ertan das Leben genommen hat, das ist Detlef Bremer Straße, Ecke Simon von Utrecht Straße in Hamburg, da eine Art Mahnmal irgendwie zu platzieren, das auch so an den Rassismus irgendwie auch erinnert und auch immer wieder so gemahnt, dass man natürlich gegen den Rassismus aktiv vorgehen muss. Und da sind so beide, sowohl die Süha Bili Meyer als auch die Jana Bili Meyer, wirklich unermüdlich in ihrem Kampf. Das ist so sehr, sehr bewundernswert, sehr, sehr inspirierend. Ja, ich sehe im Chat gerade, ich glaube, das ist eine, wenn ich das richtig interpretiere, eine Nachricht von Jana Bili Meyer selber zum Thema Übersetzung. Sie hat geschrieben, dass sie tatsächlich professionelle Übersetzer beauftragt haben, probeweise Gedichte zu übersetzen, aber dass es nicht geklappt hat, also dass die Übersetzungen wurden dem Ausgangstext nicht gerecht und dass sie deswegen das ausgesucht haben, also diesen Weg gegangen sind. Und sie schreibt auch Danke, Kosoi. Ja. Ich habe so im Vorfeld, also bei Freunden und Bekannten, die das Werke gelesen haben, so gefragt, was würden Sie noch fragen wollen in diese Diskussionsrunde? Und vielleicht eine Frage habe ich, die vielleicht einen guten Abschluss ist für unsere Runde heute. Also das ist das in ihr Gedicht hat sie geschrieben: Ich möchte, dass Ausländer nicht nur das Recht haben, wie Menschen zu leben, sondern auch das Recht haben, wie Menschen behandelt zu werden. Das ist alles. Ich will, dass die Menschen sich lieben und akzeptieren, und ich will, dass sie über meinen Tod nachdenken. Das ist vielleicht eine sehr persönliche Frage. Was können wir alle ihrer Meinung nach tun, damit dieser Wunsch von Semra Ertan in Erfüllung geht? Da ist echt viel zu tun. Es ist so, also ich weiß nicht. Es ist ein antirassistischer Kampf, der überall ein bisschen ansetzt. Es fängt in den Strukturen von Institutionen an. Es setzt sich sofort in der Auseinandersetzung mit Freunden, mit Familien. Es ist eine bestimmte Form der Schärfung des Bewusstseins, das irgendwie so vorgenommen wird. Und ich glaube, jedes Mal, wenn diese Form der Sensibilisierung oder so passiert, ist das so ganz im Interesse dieses Gedichts, was Semra Ertan natürlich so geschrieben hat. So, dass ihr Kampf in diesen persönlichen Auseinandersetzungen oder in den Kämpfen gegen den institutionellen Rassismus sich dann irgendwie so niederschlagen. Aber ich bin mir sicher, da hat jeder, der Rassismuserfahrung hat, andere Antworten, und all diese Antworten haben gleichermaßen Gültigkeit. Das
Das ist ein super Schlusswort. Dankeschön. Ich würde zum Schluss mich bei Ihnen bedanken, Herr Dotasch, für den sehr interessanten Gespräch und natürlich auch für unser sehr spannendes Vorgespräch gestern. Ich bedanke mich bei unseren Vorlesenden Sünne Herklotz und Fatma Nur Kölinsch und ermutige alle, die so Gefallen gefunden haben an dem Werk und Interesse von Semra Ertan, einerseits sich das Buch zu besorgen. Auch da unterstützen wir den Kampf, dass nicht deutsche Stimmen in der deutschen Gesellschaft so gehört und weitergegeben werden und zeigen auch, dass es so ganz platt formuliert, so, dass es auch so eine Zuhörerschaft, eine Leserschaft für solche Werken gibt. Vielleicht werden dann andere Verlage aufmerksam und handeln entsprechend. Und alle, die noch mehr wissen wollen über Semra Ertan, kann ich sehr empfehlen, die Webseite von der Semra Ertan Initiative, wo man mehr über sie erfahren kann, aber auch über die Initiative, die ihr Gedenken in Hamburg sichtbar und präsenter machen möchte. Ja, vielen Dank und allen einen schönen Abend noch.